Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und auch die Runde online darf natürlich heute nicht fehlen. Aber erstmal wird der Hund gestreichelt. Und da sehen wir es oben links schon eingeblendet. Die Madame hat uns Post geschickt. Und dann schauen wir mal, was sucht sie heute? Oder diese Woche? Jäger, das klingt gut. So, wirkliche Sammlerstücke, also, da Schuhhof. Oh, ich dachte, es wäre die Fellgeschichte. Okay, Schieferfallspitze, Entenei und Eichhörnchenkadaver, perfekt. Ja, dann sind wir hier schon in der richtigen Ecke. Denn da hinten, da gibt's Eichhörnchen. Und was liegt heute sonst noch an? Ach, Angeln. Okay. Dahin düsen. Das könnten wir mal machen. Gabelböcke gehäutet. Masken getragen. Sattel und Zaumzeug geändert. Okay. Das ist leicht abzustauben. So, mein ungeliebter Kopfgeldjäger. Adlerauge benutzt, gesuchte Ziepse mit Bolas zu Fall gebracht und Kopfgeld mit einer Restlaufzeit von 5 Minuten. Okay, kann man schaffen. Den Kadaver die Haut eines tödlichen Raubtiers gespendet. Geld durch Handel verdient. Insgesamt 20 Spenden. Münzen finden, Sammlerstücke an die nette Madame verkaufen und insgesamt, oh, das 6 Sammlerstücke finden, das sieht doch heute alles ganz gut aus. Eigenen, starken, haha, selbstgebrannten, getrunken, Griauen. Geld durch Handel verdienen und, naja, okay, mit dem anderen Spieler geht wird schwierig. Etwas im Wildnislager gemacht, legendäre und Zähigkeitstonik. Okay, ja dann. Schauen wir doch erstmal. Wir können ihn erstmal arbeiten lassen, würde ich sagen. Also. Da ist er. Dann brauchen wir Kleinwildpfeile. Da sind sie. Okay, da haben wir schon mal den Gabelbock. Ob also wenig platt getrampelt werden. So, dann bin ich erst noch schon mal fertig hier. Dann Gerät hier raus. Hätte nämlich sein können, dass hier direkt eine Münze ist. Ist er aber nicht. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe doch irgend so eine hässliche Maske, oder? Handschuh, gemustertes Halstuch, Arbeitshandschuh. Ach nee, das ist hier, ne? Da. So, erledigt der Fall. Wieder einen gescheiten Hut auf. Da ist die hässliche Maske auch weg. Hier Spock und noch einer. Ich glaube, wir müssen mit der Uhrzeit uns ein bisschen ranhalten, ne? Sonst sind die Eichhörnchen da gleich weg. Und das wollen wir ja nicht. Ihr seht, wir sind hier in meiner Lieblingsecke. Genauso wie gerade in der Story. Jetzt noch einen Gabelbock sehen, dann lassen wir es. Und ich kann euch auch sagen, warum, weil uns die Zeit davon läuft. Gucken jetzt erstmal hier, ob hier so ein Hörnchen rumjumpt. Ja, das ist ein Autoposum, brauchen wir nicht. Manchmal sind hier Eichhörnchen. Aber da könnte es auch schon. Hier hören wir schon, da ist irgendein Sammlerstück. Da kommen wir später hin. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir Eichhörnchen finden. Und ab jetzt wird es hier interessant. Da ist doch schon irgendwas.
Okay, das brauchen wir nicht. Eselhasen braucht er auch alles nicht. Ja, die sind natürlich nicht perfekt. Das ist natürlich super. Da ist eins. Nein, 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 nein. Da. Hä, wo ist denn das Perfekte hin? Hier ist es. Und nicht richtig getroffen. Und jetzt ist es nicht mehr perfekt. Shit. Und der eine kleine Pfeil ist natürlich auch weg. Ja, das ist, wenn es schnell gehen soll, ne? Ja, sonst ist nur wieder ein Hase. Tja, kein Jagdglück heute. Raus. Auch nix. Es hätte ja auch so schön sein können. Das gibt's doch nicht. Okay, nehmen wir wenigstens den Schwarzgebrannten mit hier. Wie gesagt, jetzt ist es sowieso die falsche Uhrzeit für diese Eichhörnchen-Nummer hier. Was haben wir da? Streifenskunk brauchen wir auch nicht. Noch einer. Im Laufe dieser Woche sollen uns wohl noch genug Hörnchen über den Weg laufen, oder? Ich versuch's hier nochmal. Dann gehen wir halt hier rein. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Ratten drin. Jawohl, jede Menge. Sonst noch jemand hier? Ja, dann. Okay, hier liegt nichts, dann liegt's oben. Sammeln wir halt die ganzen Ratten ein. Die können wir bestimmt dann morgen wieder gebrauchen. Mein Gott, will er sie nicht. So. Müssen wir halt zusehen, dass wir gleich ein paar Wölfe finden. Oder die uns finden. Kann man sehen, wie man will. Und ich denke, sag mal,
Warum geht denn der da nicht rauf? So. Machen wir denn vielleicht mal eine Karte auf für Münzen. Dann wissen wir nämlich auch, wo die Madame ist. Wenn wir die abgearbeitet haben. Und wieder keine... Doch. Da ist es. Und jetzt? Haben wir den wöchentlichen Satz vollständig. Was ist da eine neue gelaufen? Ach, ist auch wurscht. Werden wir im Laufe der Woche genügend finden. Hier noch ein bisschen Schmuck mit. Auch nix. Ja dann. Nix wie raus hier. Gabelbock, super. Zustand ist ja egal. Mal kurz gucken, aber ich glaube nicht, dass wir wissen, wo die Madame ist. Da nicht. Nee. Dann werden wir wohl eine Karte abarbeiten müssen. So, das nächste Gold kassiert. War doch so, ne? Sie wollte wissen. Ne, sie sammelt heute Münzen gefunden. Ja komm, was soll's denn? Ne, nicht Inventar vom Pferd. Tasche auf. Landkarten für Münzen öffnen, fertig. Okay, das glaube ich da in so einer Höhle. Und das andere ist ja relativ easy. Dann machen wir das auch einfach, was soll's denn? Was haben wir denn da? Ach so, ich hatte gehofft, dass es Wölfe sind. Ach, da wird gerade ein Lager überfallen. Müssen wir leider erst zurück ins Lager. Denn ihr habt es gerade gesehen, der Kollege kann nicht weiterarbeiten. Das wollen wir nicht. Dann reiten wir natürlich hier an den verdächtigen Stellen vorbei. Auch nix, das ist ja. So, jetzt können wir erstmal 20 Sachen, ne? Also, jetzt können wir schon mal raushauen. Yes, beggars can't be choosers. Irgendwas, was wir eh nicht gebrauchen können hier. Habichtfedern. Ich bin nicht immer ganz sicher.
Adlerfedern. Ach komm hier, Schwarzbärenklauen, weg damit. Dachsklauen. War das schon mal fertig? Jetzt bestellen wir noch eben die Vorräte und dann. That'll work, dude. Holen wir uns die erste Münze. Was sagt die Temperatur? Wir ziehen uns mal dünn an. Na. Was nehmen wir denn da? Neu. So. Vielleicht wird ihm dann schon kalt. Dann können wir nämlich das Zähigkeitstonikum nehmen. Das Pferdchen füttern, was? Schon mal die Waffe ziehen, falls hier Wölfe auftauchen. Mal kurz, wie lange nehmen wir auf? Schon wieder fast 17. Wahnsinn. Das Lager ist immer noch da, wird immer noch überfallen. Auch wenn es da heute natürlich, vermutlich, wird an sich an grenzender Wahrscheinlichkeit, ne? Sammlerstücke gäbe. Die pflastern zurück, die Jungs. Ignorieren wir es heute mal. Na jawohl. Wie viele sind das denn hier heute? Meine Güte. Schon mal die Markierung setzen. Ich würde sagen, wir versuchen von hier aus dahin zu kommen. So. Wolfsfell schlecht, spielt ja keine Rolle. Drei Stück brauchen wir. Dann kommen wir nämlich hier gleich zügig weiter. Kopfgeld machen wir ja nicht. Also Händler, das haben wir dann gleich fertig. Sammler kriegen wir auch locker hin. Schwarzbrot, ihr eigenen trinken und die Kohle verdienen und Naturkundler. Das kriegen wir auch hin. Zumindest eins davon. Genau, kann sich jetzt nur um Stunden handeln, ne? Der Kerl, der muss doch gleich mal frieren hier. Oder muss ich die Maske auch absetzen? Komm mal näher. Schmeißen wir auch mal im Druf. Denn wenn man das so macht, ich weiß gar nicht, geht das, ist das schneller, müsste ich es mal stoppen. Ne? Aber so dauert das nämlich nicht so lange, wenn es direkt hinterm Pferd liegt. Der ist sogar 3 Sterne. Aha, er friert endlich.
So, dann hauen wir uns das mal im rein. Schon mal die Hälfte erledigt. Wieder die Knarre raus. Das geht gar nicht, ne? Ich muss das mal eben genauer markieren. Da will ich hin. Ja, ich weiß, der Weg da unten rum. Aber habe ich keinen Bock drauf. Muss doch jetzt so hier. Ich dachte, das wäre in der Höhle. Das ist auch in der Höhle, oder? So eine Höhle. Ja, das meine ich doch. Ja, ich weiß, dunkel hier drin, aber das spielt keine Rolle. Da ist sie. So, die nächste befindet sich in Valentine. Der Minimap orientieren, so bis man wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. Das geht nicht, okay. Da oben seht ihr schon, auch auf der Minimap könnten wir jetzt die Wehtierchen befreien. Das machen wir aber nicht. Na gut, das war natürlich sehr optimistisch, ne? Aber kann das perfekt werden beim Einsammeln? Wie geht das? Geht das oder ist das erst beim Spenden so? Ich sammle es mal ein. So, jetzt noch eben 7 Sachen herstellen. Ab nach Hause. Und dann ist der erste Part auch fertig für heute. So, gönn ihm auch mal einen Kaffee. Ich finde Kaffee ist, also ich will jetzt nicht sagen immer gut, ne? Aber schon ziemlich häufig. Ja, komm hier. Werde ich mir gleich für den zweiten Teil auch noch einholen. Einen Kaffee. Also ein koffeinhaltiges Heißgetränk. Komm, hier geht auch. Ich habe auch noch eine neue Folge-Story vorgedreht, denn morgen werden der Sohnemann und ich hier mal was im Garten machen müssen. So die Klassiker, ne? Hecke schneiden und so. So ein bisschen Grund in die Bude hier kriegen. So, das brauche ich alles nicht. Das brauche ich auch nicht. Betäubungsmunition. Ah, Dynamitpfeil. Kleinwildpfeile. Ja, die sollte ich vielleicht mal machen. Werden wir wohl noch ein paar von brauchen. So ist das nämlich erledigt. Ab nach Hause. Was sagt die Uhr? Ja, das ist super. Da seht ihr, 7 Dinge erledigt, jetzt noch den Spaß hier spenden. Okay, then. No comment.
Nächste Geschichte erledigt. Very nice. Auf nach Valentine. Kann sich nur um Stunden handeln. So, eben da die Münze holen. Ist er ja meist unter der Wäscheleine. Meine ich zumindest. Da, ja. Da ist er. Perfekt. Dann markieren wir schon mal die nächste Stelle. Hier unten. Das war wieder mutig. Nein, wir reiten nicht daher. Bisschen querfällt ein hier. Checken, ob hier noch was liegt. Nein. Ist jetzt nicht so pralles Wetter, aber. Was soll's? In der Gegend gibt's auch Eichhörnchen, aber... Mein Gott, da werden wir die Woche wohl noch genug finden, denke ich. Muss ja auch nicht immer alles auf einmal sein. So. Aber das ist hier am Schild, ne? Ja, da ist es. So, was brauchen wir sonst noch? Also, Sammler. Müssen noch ein paar Sachen finden und dann mit jemandem was verchecken. Dann gucken wir natürlich, ob hier noch was ist. Scheint nicht. Hier irgendwo, da kommt man doch hoch, oder? Also, hier ist doch manchmal auch was. Klar, heute nicht. Aber ich sehe gar nichts heute. Nö. Ja, aber weniger als nichts. Gar nichts. Manchmal sind da unten ja irgendwelche Vogeleier. Ach. Soll's denn? Mal eben, ob da drüben. Jetzt können wir mal die Mütze, das Hütchen wieder aufsetzen hier. Da hinten noch eine Tarotkarte ist und wenn nicht. Nee, selbst wenn, geht's ab nach Hause. Hier gibt es ja manchmal auch Eichhörnchen, ne? Eben hier das Ding. Aber hier ist auch sonst nichts zu holen heute. Ne, gar nichts. Ja, dann. So, dann gucken wir erstmal. Was habe ich jetzt gemacht?
So. Wo ist die Madame? Da unten. Heute ist sie hier. Da düsen wir natürlich auch noch hin. Aber jetzt geht's erstmal ab nach Hause. Dann schauen wir noch mal eben, was müssen wir noch machen. Okay, da reiten wir später vielleicht hin, vielleicht auch nicht. Ah ja, Zaumzeug wechseln, ist ja alles Quatsch. Kopfgeldjäger lassen wir weg, Händler schaffen wir bestimmt. Sammler schaffen wir auf jeden Fall. Schwarzbrenner, eigenen trinken, Geld verdienen, werden wir auch schaffen. Ja, das werden wir im zweiten Teil auch noch hinkriegen. Also, ganz easy. Hier nochmal eben den Hund gestreichelt. Und dann machen wir Schluss. Und den Rest machen wir im zweiten Teil. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.